Los geht's. Hallo, liebe Christine. Schön, dass du heute bei Hundetraining im Fokus dabei bist. Christine, ich mag dich kurz vorstellen. Du bist Dr. Christine Kompatscher aus Meran. Du hast eine eigene Hundeschule, die heißt Friends für Mensch und Hund. Du bist Fachberaterin für tiergeschützte Interventionen. Du bist hypnosystemischer Coach, Zaubertherapeutin und Buchautorin. Ja. Ja, ne? Wahnsinn. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist bei diesem Format. In diesem Format geht es ja so darum, dass wir verschiedene Trainingstools oder Signale vorstellen, die alle über positive Verstärkung aufgebaut werden, die auch alle Platz finden in der Werkzeugkiste der positiven Verstärkung. Und wir wollen in dieser Vorstellung geht es ein bisschen darum, erstmal so ein bisschen zu beschreiben, wie sieht das Signal aus? Wofür verwendet man das eigentlich und was macht das mit dem Hund und was macht das mit dem Mensch, wenn man das Signal in der, also in der Anwendung quasi hat? Ja, magst du mal übernehmen und mal erzählen, für welches Signal du dich heute entschieden hast? Ja, das mag ich gerne machen. Und ich habe mich für ein Signal entschieden, das ich glaube, jeder Hund und jeder Hundehalter eigentlich kennt. Und das ist das Signal Sitz. Super, ja. Finde ich total, also ich freue mich auch, dass du diesen Vorschlag gemacht hast. Ich wäre nämlich ehrlich gesagt gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich echt dachte, ach ja, Sitz, das ist so profan, das kennt echt jeder. Und als ich das Skript für heute geschrieben habe, habe ich gedacht, oha, das bietet echt einige Fallstricke. Also, na, genau. Ja, wenn du möchtest, kannst du ja vielleicht mal beschreiben, wie das überhaupt in der Anwendung aussieht, weil ich finde, schon da gibt es manchmal ganz unterschiedliche Auffassungen. Was meinst du denn genau mit in der Anwendung? Ach so, in der Anwendung, ich meinte eigentlich, da habe ich mich jetzt, glaube ich, in der Frage vertan. Ich meine jetzt eher so, wie sieht das aus, wenn man das beschreibt? Also was für eine Körperhaltung nimmt der Hund dabei ein? Ja, also für mich, wenn ich hier von Sitz spreche, dann spreche ich, um das mal noch ein bisschen klarer zu sagen, nicht zwangsläufig von einem sphinxmäßigen Sitzen, wo der Popo genau in der Mitte ist und die beiden Oberschenkel sich schön links und rechts vom Popo nebenan wölben und die beiden Vorderpfoten auch noch so ganz wunderbar gerade nebeneinander stehen. Ja, meine Hunde kennen dieses Sitz auch, weil ich das für den Hundesport nutze. Aber da hat es auch ein eigenes Signal, weil da geht es mir tatsächlich darum, dass die wirklich so ganz wunderschön gerade da sitzen. Mhm. Das Signal, das ich hier gerne vorstellen würde, ja klar, da geht es auch darum, dass der Popo am Boden ist. Aber da darf es aus meiner Sicht auch gerne eine gemütliche Haltung sein. Weil da geht es mir in erster Linie darum, dass ich einen Hund über ein positiv aufgebautes Signal in eine statische Position bringen kann, gleichzeitig seine Aufmerksamkeit auch bekomme. Die brauche ich ja zwangsläufig, sonst würde es mit dem Signal gar nicht funktionieren. Und dass da mal zumindest in, auch wenn es eventuell nur kurz ist, sowas wie Ruhe reinkommt. So. Okay. Mhm. Man könnte auch sagen, ich nutze das Sitz eventuell auch gerne in unterschiedlichen Situationen als ein Abbruchssignal. Einfach, um dem Hund zu sagen, hey, was du gerade machst, das ist nicht so der beste Plan, warum auch immer, weil vielleicht für den Hund selbst gefährlich, weil vielleicht für die Umgebung gefährlich, weil das gerade überhaupt nicht gut in den Kontext reinpasst, weil der Hund gerade dabei ist, um das Schnitzel vom Tisch zu klauen. Hm? Möchte man ja nicht so gerne. Und ja, da ist es mir dann, ganz ehrlich gesagt, und das muss ja dann schlussendlich auch wieder jeder für sich selbst entscheiden, ziemlich wurscht, wie das Hinterteil der Popo am Boden landet. Hauptsache, das ist erstmal unten und ich habe erstmal einen Hund, der das, was er gerade macht, kurz unterbricht. Ja, was ich jetzt aber noch spannend finde, war deine Ausführung, dass du sagst, dass es kann auch was, wenn es jetzt nicht für den Sport benutzt wird, wo ja alles angespannt ist, dann, wenn der Hund so sitzt, ne?
dass du sagst, es würde auch Entspannung in den Hund bringen. Heißt das, das würde man auch an der Körperhaltung sehen, dass er zum Beispiel so auf einer Hüfte sitzt oder dass die Beine so abgestreckt sind? Meinst du das? Ich meine das, und ich würde jetzt nicht grundsätzlich Entspannung, Entspannung sagen, weil Nona, wir wissen ja, anatomisch gesehen, brauchen Hunde schon einiges an Muskeln, um sich setzen zu können und um eventuell diese Position auch halten zu können. Deswegen ist es für mich auch kein Signal, wo ich sage, so, jetzt setz dich mal hin und die nächsten 10 Minuten verharrst du bitte in dieser Position. Weil das hat dann aus meiner Sicht rein vom anatomischen her einfach schon nicht mehr viel mit Entspannung zu tun. Ja. Entspannung sehe ich hier eher oder ein Abflachen der Anspannungskurve, so müsste man es vielleicht präziser ausdrücken. Ja. Sehe ich allerdings schon, wenn ich einen Hund habe, der gerade versucht, Nachbars Katze in den Schwanz zu beißen und aus dieser sehr dynamischen Aktion in ein statisches Sitz kommt. Und dann sehe ich tatsächlich schon nochmal einen Unterschied zwischen diesem super angespannten, soldatenhaften Sportsitz und einem Hund, der sagt, ja, ich setze mich, aber ich knicke auch einfach in der Hüfte ein bisschen ein. Wobei da, müsste ich jetzt nochmal eine Klammer aufmachen, wenn ich einen Hund habe, der das immer und immer und immer macht, dann muss ich natürlich mir auch Gedanken machen, hey, kann der das rein physiologisch vielleicht gar nicht anders? Gehört der mal einem Tierarzt, einem Osteopathen, einem Physiotherapeuten vorgestellt? Weil da könnte sich dann natürlich auch wieder was Gesundheitliches dahinter verbergen, wenn ein Hund es immer, immer und immer macht. Genau, da wäre ich nämlich jetzt auch nochmal drauf gekommen. Es gibt ja nämlich Hunde, die sich dann immer, wie du sagst, immer auf die Hüfte setzen oder sogar so ein Hinterbein dabei. Ich kann das jetzt ja nicht vormachen, ne? Aber ich glaube, es hat jeder Hundehalter vor Augen. Das machen ja Welpen oft, ne? Wo das Bindegewebe noch so schwabbelig ist und so, ne? Dass sie die Hinterbeine abstrecken. Und das machen ja, ich sag mal, erwachsene Hunde eigentlich eher selten. Und den Hinweis finde ich total wichtig, dass man da mal drauf guckt. Trotzdem muss ich aber nochmal auf was eingehen. Das ist mir nämlich auch bei der Vorbereitung so ein bisschen im Kopf rumgegangen. Gerade dein Beispiel mit der Katze. Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der ist ja dann eigentlich schon sehr aufgeregt. Der möchte der Katze hinterher. Der hat gelernt, sitzen ist super. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen gucken und ein bisschen nachschnüffeln. Sitzen ist immer besser als hinterherlaufen. Aber trotzdem ist ja dann die Erregungskurve müsste ja recht hoch sein. Das heißt, trainierst du dann auch die verschiedenen Sitzvarianten unterschiedlich? Ja, also ich mache es einmal tatsächlich so, dass ich das Sitz wirklich von klein auf sehr, sehr, sehr hochwertig belohne. Und weil ich für dieses Sitz auch immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, dass das für mich auch eben sowas wie ein Abbruchsignal sein könnte, versuche ich da bei den Belohnungen, so es der Hund hergibt, weil wir dürfen ja nie vergessen, damit eine Belohnung ein Verstärker ist, muss es für den Hund auch verstärkende Wirkung haben. Und deswegen muss ich beim Hund ja immer rückfragen, hey, dass das, was ich dir gerade gegeben, angeboten habe, kommt es bei dir tatsächlich gut an oder bilde ich mir das bloß ein? Aber immer dort, wo es für den Hund auch ein Verstärker ist, versuche ich diese Sitz tatsächlich durch Sachen zu belohnen, die per se auch nochmal eventuell ein bisschen mehr Entspannung reinbringen. Heißt tendenziell eher mit Futter als mit Spiel. Heißt tendenziell dann eher mit einer langen Futtersequenz, wo der Hund vielleicht an was schlecken oder was kauen kann, als an rumgeschmissenen Leckerlis, die der Hund im Flug zu sich nehmen soll, dann eher lieber gut genug gesessen. Ich streue dir Futter ins Gras und schnuffel dich jetzt mal schön durchs Gras und such dir da alles Gute zusammen. Und ja, das ist so die eine Hälfte. Und die andere Hälfte ist, dass ich dann natürlich in einem zweiten Moment mir auch überlege, jetzt auch natürlich wieder individuell an den einzelnen Hund angepasst, weil was für den einen Nachbars Katze ist, ist für den nächsten vielleicht Omas Schnitzel. Ja, klar. dass ich dann versuche, mir so ein bisschen eine Reihenfolge zusammenzustellen von möglichen Ablenkungsreizen und dass ich die dann tatsächlich einfach auch trainiere.
Okay, das habe ich verstanden. Könnte man auch, wenn man sagt, ich möchte das Sitz nicht so als zackiges, das fand ich übrigens super, als zackiges Soldatensitz haben, da komme ich nämlich gleich nochmal drauf, kann man das dann auch so ein etwas entspannteres Sitzen auch mit so Anfass-Entspannungsübung machen, also dass man den Hund dann so ein bisschen krault? Hast du damit auch gute Erfahrungen gemacht, dass der dann zwar nicht so in sich zusammensinkt und ins Platz rutscht, aber dass er zumindest nicht mehr so unter, also die Muskeln nicht mehr ganz so angespannt sind, ja? Okay. Ja, ich habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt bloß an meine drei Hunde denke, dann ist Smilla so der Typ, die ist ja grundsätzlich so eine Hündin von 0 auf 100 und wieder zurück in Lichtgeschwindigkeit. Und bei der war es eigentlich auch ein Trainingsweg, dass sie lernen konnte, in solchen Situationen Berührungen als etwas Angenehmes und Entspannendes anzunehmen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich dann auch hergehen kann. Ich weiß nicht, sieht man meinen, also dass ich dann, ja genau, dass ich dann praktisch mit beiden Händen auch recht fest sie so am Brustkorb umfasse und dann auch tatsächlich merke, dass das was so ein bisschen Luft rausnimmt. So. Ja. Aber bei ihr war das tatsächlich ein langer Trainingsweg. Am Anfang war das eher so, dass sie gesagt hat, wenn ich eh schon so bin, dann kannst du nicht auch noch an mich ranlangen. Also das geht jetzt gar nicht so. Sie war auch der Welpe, der, wenn er so völlig überdreht war, wenn man sie versucht hätte, durch Festhalten zur Ruhe zu bringen, dann ist es noch schlimmer geworden. So. Das heißt, bei ihr war da einiges an Training und ja, mittlerweile ist das so ein zweiter Step, den ich auch habe. Bei Nanü zum Beispiel, die ja deutlich anders gestrickt ist, war da irgendwie gar kein Training nötig. Also die hat von ersten Tag, als sie angekommen ist, gesagt, oh, das ist ja, mach das mal. Okay. Mir brennt irgendwie die ganze Zeit noch sowas auf der Seele, was ich in dem Zusammenhang doch nochmal fragen wollte, weil ich habe das jetzt unter dem Kontext nämlich tatsächlich noch nicht betrachtet. Und deshalb habe ich jetzt gerade dazu so viele Fragen. Und meine Frage wäre, hast du zwei verschiedene Signale für diese zwei unterschiedlichen Sitzvarianten, weil ja das eine ist ja mit viel Erwartungshaltung und Erregung gekoppelt und das andere ist ja eher mit, ich warte mal ab, was kommt, so, oder ich bin nicht so aufgeregt, weil jetzt gleich was ganz Spannendes passiert, oder ist deine Stimme das Signal, deine Körpersprache, oder ist es tatsächlich immer das Setting, was dann dem Hund sagt, in welcher Stimmung er jetzt quasi das Signal ausführen soll, und das zeigt sich ja quasi am Körper, ne? Also, ich glaube, ich habe dich gut verstanden und ich glaube, die korrekteste Antwort wäre tatsächlich, es ist eine Summe aus verschiedenen Faktoren, glaube ich. Mhm. Also ich habe zwei unterschiedliche Signale. Ich habe tatsächlich für den Alltag, also wo es wirklich darum geht, Popo nach unten irgendwie. Okay. Mhm. Da heißt es Sitz. Mhm. Im Sport heißt es Jedi. Also da habe ich einfach das italienische Wort dazu genommen. Und ich denke, das eine sind die zwei unterschiedlichen Wörter. Das ist ein Teil der Wahrheit. Ein weiterer Teil der Wahrheit liegt ganz sicher auch im Setting. Also mir wird im Leben nicht einfallen, irgendwo am Spaziergang, wenn meine Hunde gerade wunderbar am Schnüffeln sind, es Jedi zu sagen. Warum sollte ich das auch machen? Das heißt, ja, ganz klar, ich glaube, die verknüpfen das auch mit einem bestimmten Setting, mit bestimmten Einwärmübungen an einem bestimmten Ort, wie Babo. Und ich glaube, ich habe tatsächlich auch eine unterschiedliche Stimmlage. Ich meine, es ist nicht so, dass ich das eine brülle und das andere flüstere oder so, aber schon weil es zwei verschiedene Worte sind, klingen die tatsächlich auch unterschiedlich. Und ja, ich muss zugeben, beim Sitz, wo ich ja einfach auch gern hätte,
Warte mal. Nina, geh mal her da. Komm, Dodi. Komm, beim Einbrecher. Oh. Ja, ich glaube schon. Ein gefährlicher Einbrecher. Balu, du bist der Coolste. Also Balu liegt im Wohnzimmer gemütlich am Sofa und sagt, kann ich von hinten auch schimpfen? Könnten die Mädels nachschauen, ob es die Einbrecher sind? Genau. Und die... Ja, warte mal. Ja, klar. Genug. Bitte alles. So, ich Ja. So, fertig geschimpfen. Das ist ja sorry. Das hätte ich jetzt, ist überhaupt nicht schlimm. Das hätte ich einfach kurz unterbrochen, aber warst ja schnell wieder da. Kein Problem. Ja, mein Gott, du. Ich glaube, das gehört dazu, wenn man Hunde hat, dass ja, da mal irgendjemand bellt oder so. Ja, logisch. Ja, klar. Kein Problem. Genau, also was ich, wo ich stecken geblieben war, ist tatsächlich, dass ich mich bemüht habe, das Sitz durchaus auch mal etwas lauter und etwas panischer. Das klingt jetzt ein bisschen witzig. Aber ja, durchaus mal ein bisschen lauter, ein bisschen panischer auch zu sagen, weil ich mir immer denke, in der Situation, wenn es denn wirklich mal passieren sollte, dann glaube ich einfach nicht, dass ich dann völlig entspannt, yogimäßig Sitz flöten würde. Mhm. Und um meine Hunde A, einmal nicht zu erschrecken, B, nicht Gefahr zu laufen, dass sie dann sagen, das ist ganz wichtig, was will sie jetzt? Genau. Ja. Habe ich mir gedacht, es ist doch viel schlauer, wenn ich das zumindest ein bisschen schauspielere. Ja. Damit es dann eben dementsprechend einfach in solchen Situationen klappt. Ja, das ist super, weil da kann man nämlich auch nochmal jetzt da so den Faden zuspannen, warum man das eigentlich so häufig benutzt. Und das ist ja zum Beispiel eine Variante, weil das einfach so schnell geht. Man sagt Sitz und der Hund sitzt, wenn man es geübt hat. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, was es für verschiedene Trainingsoptionen gibt. Aber das finde ich ein total wichtiger Hinweis. Also wenn man wirklich sagt, zum Beispiel Sitz auf Entfernung, ne, wenn ich weiß, mein Hund kommt vielleicht eher etwas langsamer beim Rückruf oder schnüffelt nochmal links und rechts oder kommt beim Rückruf vielleicht dem anderen Hund schon in die Quere oder was auch immer. Und dann kann ich wirklich kurz Sitz auf Entfernung rufen und das kann man dann ja auch ruhig mal angespannt und laut rufen, weil da vielleicht gerade ein Motorrad oder so kommt. Das finde ich super, dass du das gesagt hast. Wenn man so nutzen will, als Notfallsignal auch mal, dass der Hund auf dem Boden mit dem Popo und da bleibt, dann sollte man das echt gut üben, dass er auch diese Anspannung mitlernt. Super, ja. Magst du vielleicht mal oder mal so aus deinem Trainingsalltag mal so ein paar Trainingsoptionen aufführen, die es so gibt? Also weil Sitz ist ja nicht nur Sitz, sondern das kann man ja mit ganz vielen verschiedenen Anforderungen sozusagen, die wir Menschen auch im Alltag oft an die Hunde haben, trainieren. Was fällt denn dir dazu ein? Also ich habe ja noch was aufgeschrieben, aber vielleicht kannst du ja mal starten. Ich starte. Ich versuche es einfach mal. Oh rein, ja. Genau. Also grundsätzlich ist es ja tatsächlich so, dass zumindest ich die Erfahrung mache, dass unsere Hunde häufig sitzen. Mhm. So. Mhm. Und dass man das einfach schon mal nutzen kann. Und dass ich da einfach mal sagen kann, oh, Popo geht nach unten, wunderbar, das freut mich sehr, ich belohne dich dafür. Gerade bei Welpen geht es ja sehr, sehr häufig, gerade jeder Welpe, wenn er irgendwie nach oben schaut, dann plups, ist der Popo schon am Boden und schon habe ich eine wunderbare Gelegenheit zu sagen, ach, das ist ein super tolles Verhalten, dafür gibt es doch sofort eine Belohnung. Ja. So, und ich glaube, das ist schon mal ein großer Teil eigentlich, das einfach mal einzufangen und deswegen mag ich dieses und unter anderem dieses Signal auch so gerne, weil das auch so einfach ist. Mhm. Da muss man weder extrem gut im Training sein, noch braucht man ein super wahnsinnig hypertolles Timing, sondern das gelingt tatsächlich einfach jedem, auch wenn es ein Anfänger ist, der nur nah selbst noch viele Sachen lernen muss. So ein Sitz, das kriegt man einfach hin. Ja. Und dann geht es tatsächlich darum, also mir geht es dann auf der einen Seite bei diesem Sitz tatsächlich darum, dass ich sicherstellen kann, dass mein Hund das Wort kennt und nicht, also gerne auch die Geste, ja. Das ist natürlich toll, wenn da mal eine große Entfernung ist und der Hund aber tatsächlich in meine Richtung blickt, dann kann das unterstützend sein, wenn er noch irgend sowas dazu kennt.
Ich mag es bei diesem Signal aber tatsächlich gerne, wenn ich sicherstellen kann, dass mein Hund weiß, dieses Wort bedeutet Popo nach unten. Und das heißt, ich übe das dann natürlich immer in kleinen Schritten auch, indem ich mich erstmal vielleicht seitlich zum Hund stelle, indem ich mich umdrehe. Ich übe das auch, indem ich alle möglichen Positionen einnehme. Da spiele ich dann auch mal den sterbenden Schwan vor meinem Hund oder ich lege mich am Boden nieder oder ich bin in Bewegung, ich mache es im Laufen, ich mache es im Langsamgehen, ich mache es im Schnellgehen, ich mache es mit Einkaufstüten in der Hand, ich mache es, während ich ein Fahrrad schiebe oder den Kinderwagen. Einfach, damit da schon mal so ein 360-Grad-Lernen stattfindet und der Hund einfach verstehen darf. Ganz wurscht, was die Frau sonst macht, wenn die dieses eine magische Wort sagt, Popo nach unten. Das finde ich auch total wichtig, dass du das nochmal so ausführlich beschreibst, weil das für viele Hundemenschen nicht so ganz klar verständlich ist, weil die meisten nehmen ja das verbale Signal, also das Wort plus die Körpersprache, das wird ja so zusammengeworfen und meistens gleichzeitig ausgeführt. Und oft ist den Menschen nicht so ganz klar, was der Hund eigentlich wirklich für ein Signal lernt, um dieses Verhalten auszuführen. Und wenn man das jetzt den Tieren so beibringt, wie du das beschreibst, dann ist auf jeden Fall ganz klar, dass die Körpersprache in dem Fall nicht das entscheidende Signal ist. Ne? Das finde ich gut. Finde ich einfach wichtig zu wissen. Man kann es ja auch anders trainieren. Ich finde halt nur, dass man dann nicht erwarten darf, ne? Dass der Hund das eben ohne körpersprachliches Signal zum Beispiel macht. Oder wenn man vielleicht gerade die Haustür abschließt und man sagt, sitz, und der Hund sagt so, was? Keine Ahnung, was du willst. Ne? Super, dass du das gesagt hast. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja, danke dir. Super. Ja. Genau. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist dann natürlich, dass ich dann in dem Moment, in dem ich meinen Hund gefragt habe, weißt du jetzt, was Sitz heißt grundsätzlich? Und der sagt, ja, verstanden. Popo nach unten, alles klar. Dann kommt natürlich auch der Moment, wo ich sage, okay, jetzt fangen wir an, auch Popo nach unten zu üben, wenn da erstmal kleine und dann mittlere und dann halt auch große Ablenkungen stattfinden. Ja. Eben. Und wie die Ablenkungen aussehen, ja, da muss man dann natürlich tatsächlich nochmal genau hinschauen und sich eben fragen, was stellt jetzt genau für diesen einen Hund vielleicht eine kleine Ablenkung dar? Und es kann ja durchaus sein, dass ich das ganze Training vom Wohnzimmer in den Garten verlagere, weil neue Gerüche, andere Gerüche, gerade bei einem Welpen, ha, ein Blatt im Wind und flups und weg ist der Welpe. Ja, das stimmt. Ja. Das heißt, ich denke, da gibt es keine allgemeingültige Regel, dass man sagen kann, zuerst das und dann das und dann das, sondern die allgemeingültige Regel lautet einfach, lerne deinen Hund kennen, beobachte ihn gut und dann hast du alle Karten in der Hand, um für dich festzustellen, was sind die kleinen Ablenkungen, die ich zuerst trainiere, was sind dann die mittleren und was sind die großen Herausforderungen des Lebens. Ja. Da hast du ja, das muss ich ja einfach nochmal machen, ne? Weil gucken sich ja nicht alle Menschen alle Folgen an, das kann man in deinem Buch, Note drauf, wunderbar nachlesen. Ich sage es einfach nochmal. Wer es genau wissen will, wie das mit der Ablenkungsliste und so funktioniert, ne? Genau. Super. Ja, und dann gehe ich unterbreche dich ständig, ne? Das tut mir voll leid, ne? Du musst ja immer merken, wo du gerade warst. Ich wollte jetzt nochmal so ein bisschen so überleiten, weil es gibt ja viele Hundeleute, die so ein bisschen ehrgeiziger sind oder vielleicht auch einfach denken, wenn der Hund sitzen kann, kann er auch alles andere rundum sitzen. Nämlich viele Leute möchten, dass er sich schnell hinsetzt, also in einem gewissen Zeitfenster. Das sieht man ja immer, die sagen dann sitzt und dann sitzt der Hund nicht sofort, dann sagen die sitzt, ne? Und dann dauert das alles noch länger, weil den Menschen einfach nicht klar ist, dass man dieses Zeitfenster getrennt von ich bringe meinem Hund nur Sitz bei trainieren muss. Ne? Dann gibt es da so die Dauer des Sitzens, wie lange soll der Hund überhaupt sitzen? Ablenkung hast du gerade schon super erklärt. Ja, und dann gibt es eben noch so dieses Sitz auf Entfernung, wo wir auch eben schon mal zukamen. Und dieses echt beliebte Bleib, ne? Ich weiß gar nicht, wie das in Italien heißt oder so, aber Bleib heißt eigentlich, der Mensch geht weg und Hund bleibt sitzen. Ne? Genau. Ja, also das Bleib heißt in Italien Resta. Ah, okay. Wird zum Teil mindestens genauso inflationär gebraucht wie das Bleib.
Ich glaube eigentlich, dass das ein Wort ist, das man im Umgang mit dem Hund gar nicht braucht. Nee. Also ich bin ein Fan davon, meinen Hunden von klein auf beizubringen, ein Signal dauert so lange, bis ich dir was anderes sage. Das kann eine Freigabe sein, das kann auch sein, dass nach dem Sitzen Platz kommt oder ein Pfote oder ein Ja, völlig wurscht. Auf alle Fälle bin ich ein Freund davon. Und das heißt natürlich am Anfang, wenn ich einen Welpen habe, von dem ich weiß, da wird der Popo auf den Boden gehen, aber der wird nicht lang unten bleiben, dass ich dann halt schnell sein muss, dass ich dann halt sitz, brav, Belohnung, was auch immer. Und dann bin ich halt schnell und schlau und gebe meine Freigabe, bevor der Popo des Welpen eh schon wieder nach oben gekommen ja. ist. Und dann, wenn du sagst, Dauerentfernung, ja klar, das muss ich natürlich auch trainieren. Ich finde immer, also man kann ja sowieso immer nur ein Kriterium und nicht mehrere, weil ansonsten verwirre ich einmal den Hund und ich finde, man verwirrt sich selbst noch viel mehr, weil dann hat das eine vielleicht geklappt, also der Hund ist ja schon 10 Sekunden sitzen geblieben und dann bin ich schon 5 Meter weg und dann steht er trotzdem auf. So, jetzt hat die Dauer irgendwie ganz gut geklappt, aber das mit der Entfernung nicht. Belohne ich oder belohne ich nicht? Genau. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Deswegen finde ich immer ein Kriterium und es ist für mich irgendwie zwingend logisch, dass ich erstmal Dauer brauche, bevor ich Entfernung aufbaue, weil wenn mein Hund nur 2 Sekunden sitzen bleiben kann, dann bin ich entweder Speedy Gonzales und ansonsten werde ich nicht mehr willkommen. Stelle ich mir gerade vor, das ist lustig. Ja. Und dann müsstest du aber vorher noch unter der Ablenkung arbeiten, weil wenn Frauchen auf einmal Speedy Gonzales ist, ist das denn die mega Ablenkung, dann bleibt er auch nicht sitzen. Ja. Genau. Ja, das stimmt, ja. Ja, und ich denke, also wenn wir da so über Sitz sprechen, dann glaube ich, wird auch irgendwie klar, dass das auf der einen Seite so ein banales Signal ist, aber eigentlich ist es doch recht viel, viel mehr. Also da gibt es auf der einen Seite für einen Hund ganz, ganz viel, was er drumherum lernen kann. Und da gibt es für uns Menschen ganz, ganz viel drumherum, was wir dem Hund beibringen können. Genau. Ja, und ich finde auch dadurch, dass das ja irgendwie auch so ein banales Signal ist und wie du ja ganz am Anfang schon gesagt hast, dass es eigentlich auch für ungeübte, also im Training ungeübte Hundebesitzer echt recht einfach ist, dem Hund beizubringen, bietet es ja durch diese verschiedenen Optionen, die man eben noch hat, ja den Menschen auch eine unglaubliche Chance, das Training gut zu lernen, finde ich. Also das, ne? Genau. Du, ich wollte dich noch mal was fragen, das habe ich nämlich hier jetzt im Kopf behalten. Du hattest eben am Anfang noch mal gesagt, dass das ja leicht zu trainieren ist, weil ja auch die Welpen das ja, also viele Hunde bieten das ja an, also Welpen und auch andere Hunde, ne, dass die setzen sich halt hin. Und ich habe mir in meinem Skript, da habe ich nämlich auch echt noch mal in meinem Gehirn, habe ich echt noch mal so ein Fragezeichen, habe ich mir nämlich aufgeschrieben, ja, also Hunde setzen sich und Welpen setzen sich hin, aber warum setzen die sich hin? Die setzen sich ja, also klar, entweder hin, weil ich sie locke, aber wenn ich sie nicht mit Leckerchen locke, dann setzen sie sich ja hin, wenn ich vor denen stehe, um mich anzugucken, also um den Menschen anzugucken. Es gibt natürlich auch noch die Variante, dass Welpen oder auch Junghunde sich meistens hinsetzen, so als Übersprungshandlung, wenn sie nicht wissen, was sie sonst tun sollen, ne, und Dinge beobachten oder so. Aber ich spreche jetzt von diesem Sitz, was sie so anbieten, wenn der Mensch schon vor denen steht. Ne? Da habe ich so überlegt, naja, aber das bieten ja auch nur Hunde an, die ja irgendwie schon verknüpft haben müssen, dass das Angucken von Menschen lohnt sich, weil die angelächelt werden, ne? Weil sie nett angesprochen werden, weil es dann auch schon mal Futter gibt, weil die Züchter das ja auch schon viel üben. Weil ich habe nämlich so an meine Kunden gedacht, so mit den Tierschutzhunden, die setzen sich zwar auch hin, aber die setzen sich meistens mit dem Rücken zu Menschen, um irgendwas zu beobachten. Aber die bieten halt nicht so an, ne, oh Mensch, ich bin ganz vertraut mit dir und ich mag es gerne, dich anzugucken, um auch zu gucken, kriege ich vielleicht ein Lächeln zurück oder in welcher Stimmung bist du, ne? Genau. Das ist mir nur noch mal so aufgefallen, als ich das so aufgeschrieben habe. Das war mir irgendwie noch gar nicht so präsent, muss ich mal sagen. Genau. Ja, das kenne ich ja tatsächlich auch von dem einen oder anderen Tierschutzhund, aber da nehme ich halt im ersten Schritt auch gerne dieses mir abgewandte Sitz und schaue halt, dass ich dann peu à peu
quasi um den Hund rum mich eventuell auch mal in eine andere Position bringen kann. Auch weil es mir bei diesem Sitz ja nicht grundsätzlich darum geht, dass der Hund in meine Richtung schauen muss, sondern eigentlich geht es ja eher darum, irgendwann mal zu sagen, wenn ich dir das sage, setz dich doch dorthin, wo du gerade bist. Ah, das ist ja auch noch wichtig, dass man, das ist ja auch noch mal ein Trainingskriterium. Ja. Das heißt, ich überlege mir vorher, ist das Sitzsignal verbunden mit einer Ausrichtung oder eher nicht? Ist es mir egal? Mhm. Muss ich mir auch überlegen, ne? Boah, ja. Wahnsinn. Ja. Ja, okay. Also mir persönlich ist es relativ egal. Mir ist tatsächlich wichtig, dass es in etwa dort stattfindet, wo der Hund sich gerade befindet. Weil auch das kann ja schief gehen, dass ich dann sage, jo, mein Hund macht das und er macht es auch tatsächlich auf Wortsignal und er macht es auch mit Ablenkung, aber er kommt erst mal zu mir getrabt und dann setzt er sich. Ja. Und wie gesagt, auch hier, das muss dann tatsächlich jeder für sich selbst entscheiden, was er möchte. Und daran ist nichts Falsches per se. Ich habe es lieber, wenn ich meinem Hund beibringen kann, Schatzi, wenn du auf 5 Meter, 10 Meter, 50 Meter Entfernung, whatever bist, genau dort, wo du dich befindest, wenn ich das Signal sage, soll der Popo bitte nach unten. Ja. Finde ich auch. Ich finde das super, was wir hier machen, weil das ist wirklich eine gute Aufdröselung von so einem einfachen Signal, was dabei alles schiefgehen kann und worauf man einfach mal gucken sollte. Also es wäre halt echt super, wenn der Hund tatsächlich lernt, wenn ich es so vielseitig einsetzen möchte, dass der Hund lernt, sich dann hinzusetzen in dem Augenblick, wo er das Signal hört. Ne? Genau. Was ja nicht so einfach ist, weil ja wir immer den Hund belohnen und dann natürlich die Hunde eigentlich immer gerne zu uns laufen, ne? Weil wir der Ort der Belohnung sind. Aber gut, dafür gibt es ja auch dein Buch, da steht es auch drin, wie man das trainiert. Aha. Genau. Und weil du gerade gesagt hast, dass das ja auch mal schief gehen kann, dass der Hund sich nicht sofort hinsetzt, sondern das sagt, haben wir ja auch so einen kleinen Teil, was alles schiefgehen kann. Ne? Also warum der Hund sich nicht hinsetzen kann, wenn er das Signal hört. Magst du anfangen damit? Weil hast du da so klar? Ja, klar. Ne? Ja, okay. Mag ich gerne. Darf ich zuerst noch eine ganz kleine andere Klammer machen? Aber ja. Und zwar zu den Dingen, die ich finde, die mitbeachtet werden sollten, wenn jemand sagt, ach ja, genau, das ist ein prima Plan, ich möchte meinem Hund auch so ein relativ universelles Sitz beibringen. Ja. Dann finde ich es, wie bei allen anderen positiv aufgebauten Signalen auch, und gerade bei den Signalen, die wir dann halt auch mal einsetzen, wenn die Ablenkung groß ist, dann dürfen wir einfach nicht vergessen, das Signal auch ganz viel in Situationen zu geben und dementsprechend gut zu belohnen, wo es keine Ablenkung gibt. Ja, total wichtig. Yay. Ja, klar, super. Ja, ja, genau, super wichtig. Und wenn du schon mal dabei bist, nämlich das zu erzählen, dann kommt ja auch noch dieser Punkt hinzu, da wären wir wahrscheinlich eh noch drauf gekommen, aber bevor wir es vergessen, das ist ja auch so ein Signal, was total, was man ganz schnell verbrennen kann, ne? Indem man dann so rumnörgelt. Ja. Also jetzt sitzt und, ne, und mach jetzt sitzt und kannst du doch sonst und womöglich noch anfangen, den Popo runter zu drücken, dann haben wir nämlich die ganzen Vorteile vom Sitz sind dann weg. Ja. Ja, da wären wir wahrscheinlich noch drauf gekommen, ich muss mir mal Kühlakku so mein Kühl wegpacken. Das wird nämlich hier ganz kalt. Genau. Ja, aber super, dass du das eingeworfen hast. Super. Vielen Dank. Echt. Ja, genau. Und wann kann so ein Hund sich nicht hinsetzen? Ne? Also da gibt es ja echt einige Gründe, finde ich. Ja, also da gibt es erstmal muss ich natürlich alles Gesundheitliche ausschließen. Mhm. Das kann was Vorübergehendes sein, Gesundheitliches, das kann aber auch einfach eine Beeinträchtigung sein, die vielleicht fortwährend ist. Gerade wenn ein Hund älter ist, muss ich da natürlich auch nochmal ganz ein besonderes Auge drauf haben, ob es für den Hund einfach möglich ist, sich hinzusetzen. Das heißt, da haben wir, glaube ich, schon einen ganz großen Themenkreis, wo ich einfach sagen muss, Moment, wenn ich sehe, der Hund kann das nicht oder er nimmt immer eine komische Position ein oder aber ich habe einen Hund, der hat es jahrelang aus dem FF ganz wunderbar gemacht und dann scheint es irgendwie nicht mehr gut zu klappen. Und ich weiß aber,
zumindest mit, ich sage jetzt mal, mit 90%iger Sicherheit, weil wir sind ja alle keine Superhelden, dass ich mir das nicht irgendwie im Training versemmelt habe, dann sollte ich tatsächlich sagen, da könnte vielleicht was Gesundheitliches dahinter stecken. Das ist so mal Teil 1. Mhm. Teil 2, es gibt Hunde, die Schwierigkeiten mit gewissen Untergründen haben. Da muss ich auch nochmal dran denken und dann im Zweifelsfall auch überlegen, möchte ich dir das vielleicht beibringen? Kann ich dir das schmackhaft machen, dass du deinen Popo auch ins nasse Gras plumpsen lassen kannst? Gibt's auch. Ja. Teil 3, der Hund macht tatsächlich eine doofe Erfahrung in irgendeiner Situation und sagt dann, du, das war ganz nett, aber jetzt machen wir das mal nicht mehr. Genau. Hatten wir vor ganz kurzem, ich bin sicher, das ist ein Freund von mir, dass ich das erzählen darf. Okay. Freund von mir mit seinem Border Collie, eingeschrieben zum Obedience-Turnier, auf einer Alm, also ländliche Umgebung, relativ hoch, alles ganz wunderbar, es war auch nicht ganz so warm wie hier im Tal herunten. Das Wettkampfgelände war auch gut hergerichtet. Das Einwärmgelände, das war halt so eine Almwiese. So. Mhm. Gut. Er wärmt sich mit seinem Rüden dort auf. Der Rüde setzt sich einmal kurz hin, springt auf wie von der Tarantel gestochen. Er hat das gar nicht mal so richtig mitgekriegt, weil das gar nicht auf Signal basiert ist, sondern weil sich der Hund eben mal kurz hingesetzt hat, weil er irgendwas, weil er selbst noch irgendwas gerichtet hat, an sich selbst hergerichtet hat und möchte dann den Hund in die Grundstellung bringen und der Hund steht neben ihm und sagt, nö, also sorry, tut mir leid, aber das mit Sitzen findet hier gerade sicher nicht statt. Okay, ja. Genau, und klar, ich meine, 5 Minuten vor Turnierbeginn, Aufregung, ja, lange Rede, kurzer Sinn, des Rätsels Lösung war tatsächlich die, der arme Rüde hatte sich dooferweise genau in eine Distel reingesetzt. Ja, habe ich mir fast gedacht, ja. Und dann hat er natürlich gesagt, du Schatzi, ist alles ganz nett, aber das war einfach nicht schön. Hallo? Ja, das ist zum Glück, ist es eine Freundin von mir und mir ist es aufgefallen und wir haben dann zu unserem Freund gesagt, hey komm, vielleicht solltest du einfach mal weg von dieser Wiese, komm doch mal hier rüber auf den Weg, wo dein Hund auch sieht, wohin er seinen Popo knallt, weil das ist wirklich einer, der es dann auch extrem schnell kann. Mhm. Und dann schauen wir doch mal, jo, Problem gelöst. Und dann haben wir ja wieder das Glück, dass Hunde nicht ganz so schnell generalisieren, ne? Dass sie dann, dass er das womöglich dann wirklich nur mit dem Ort und der Wiese in Verbindung gebracht hat. Ja, ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, da muss man wirklich dran denken. Mhm. Also genau. Das könnte auch ein Grund sein. Es könnte auch sein, so ein Signal kann nicht klappen, weil die Erregungslage einfach zu hoch ist, weil ich da vielleicht noch nicht so weit durchgedrungen bin, weil das... Also weil ich setze ja tatsächlich bei diesem Sitz, so wie ich das meine, auch ein bisschen auf die Memoria Musculare und das gibt es bestimmt, also auf das Muskelgedächtnis. Mhm. Das heißt, dass das irgendwann ein Signal wird, was... so halbbewusst tatsächlich... durchgeführt werden kann. Aber der Weg dahin ist natürlich lang. Das geht nicht mit 10, 50, 100 Wiederholungen. Und natürlich könnte es auf dem Weg dorthin, neben der Tatsache, dass unsere Hunde halt mal keine Maschinen, sondern zum Glück einfach Lebewesen sind. Und Lebewesen sind zum Glück nicht perfekt. Aber natürlich kann es auch einfach sein, dass die Erregungslage in dem Moment so hoch ist, dass der Hund das Signal gar nicht hört oder aber einfach nicht ausführen kann. Und auch dann klappt es vielleicht nicht immer. Ja, meinst du mit ausführen kann? Also ich habe vielleicht das Gleiche, also ich habe mal gelernt,
dass wenn also der Hund wirklich so aufgeregt ist, dass die Muskeln quasi, also manchmal ist das ja, das sieht man ja bei Hunden auch, die sind so aufgeregt und dann haben die, sind die Muskeln so angespannt, dass sie auch dann gar nicht wirklich einknicken können. Also ist ja das, was du meinst? Okay. Ja, ja, genau. Finde ich halt auch ganz wichtig für Hundemenschen, das wirklich zu beachten, ne? Einfach zu gucken, kann er das jetzt, ich sag mal, anatomisch überhaupt noch leisten, dass er sich, dass er die Oberschenkelmuskeln zum Beispiel oder auch hier in der Hüfte so abknickt und so. Ja, ja. Genau. Mhm. Super, genial. Jetzt haben wir schon, ich gucke noch mal gerade, ich hatte noch mal so eins, was ich, genau. Hast du eine Idee, warum, das gehört eigentlich nochmal an Anfang, aber trotzdem würde ich das gerne nochmal besprechen, warum das Sitz eigentlich so ein Signal ist, was so häufig geübt wird? Also wir haben das ja aus der Trainingssicht so ein bisschen beleuchtet, weil es eben so viele Facetten bietet und ja auch recht leicht beizubringen ist dem Hund. Aber ist es auch der Grund für die Hundebesitzer, dass sie das so gerne und so schnell trainieren wollen? Oder hat das... Gibt es da irgendwie so eine Tradition, weißt du das, warum das so ein wichtiges Signal ist? Also wissen tue ich es tatsächlich nicht. Ich kann jetzt höchstens meine Vermutungen so in den Raum werfen. Und ich glaube, also meine Vermutung würde sagen, das hängt einmal damit zusammen, dass das viele Hunde einfach von sich aus anbieten und... Okay, ja, was wir gesagt haben. Mhm. Ja, also dass sich da so ein bisschen der Kreis schließt. Mhm. Ich glaube, es ist halt auch ein Signal, wo du dann einiges an Folgesignalen da anschließen kannst. Okay. Sprich Pfote geben, High Five. Das heißt, da brauche ich erstmal einen Hund, der sitzen bleiben, der sich hinsetzt, damit ich das machen kann. Okay, ja, stimmt. Ich glaube, es ist, hat auch was damit zu tun, dass es das einfachere der beiden gängigen statischen Signale, eigentlich gibt es ja drei statische Signale, eigentlich gibt es ja Sitzplatz, Steh, wobei Steh, außer im Hundesport, erlebe ich das tatsächlich selten, dass das irgendwie trainiert wird. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass es augenscheinlich leichter fällt, einem Hund einen Sitz als statisches erstes Signal beizubringen, mhm, statt einem Platz. Mhm. Ja. Und daraus, glaube ich, würde sich auch noch mal ein Stück weit die Beliebtheit dieses Signales ableiten lassen. Ja. Auch weil ich mir denke, ja, okay, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich komme mit meinem Hund an die Haustür, möchte den Schlüssel suchen, Sitz. Ich glaube, das ist einfach, das kommt automatischer, warum auch immer, als Platz. Ja, okay. Kann ich, also genau, ich habe da auch keine Erklärung für. Ich dachte schon, hat das vielleicht so eine Tradition wie mit dem Links bei Fuß gegen, weil es vielleicht aus dem militärischen Bereich kommt, weil, ne, also sagt man ja, dass das eigentlich ein bisschen daher kommt, weil man dann rechts irgendwie was in die Waffe oder so trägt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ne? Das sind ja immer so komische Mythen. Und ich dachte, vielleicht hat das jetzt auch so eine Funktion. Ich hätte es ja auch googeln können, habe ich aber nicht. Ich dachte, ich frage mal. Aber gut. Na, weißt du, was mir noch einfällt? Aber auch das ist eine ganz eigene Wahrnehmung, gell? Auch nichts irgendwie Fundiertes. Ja. Wenn ich so denke, dann gibt es doch tatsächlich, zumindest in meinem Gedächtnis, ja, mehr Bilder von Hunden, die in Kombination mit ihrem Mensch sitzen, als dass die liegen. Ja, und das hat wieder genau was damit zu tun, was wir eben gesagt haben, weil es eben leichter ist beizubringen, weil Hunde sowieso sitzen, oft sitzen, wenn sie nicht wissen, was sie sonst tun sollen. Und ja, genau, das stimmt. Ja, das wird wohl einfach die Erklärung sein. Wir haben ja vorher schon perfekt geliefert sozusagen, haben ja schon zusammengetragen. Ja, ja, danke ich dir nochmal für deine Erklärung. Super. Sehr schön. Du, hast du Lust, es nochmal so ganz kurz den Aufbau zu erklären oder... von dem Sitz? Ja, also ich denke, die ersten Schritte vom Sitz, also vorausgesetzt, der Hund macht es nicht gerade von alleine, das sind tatsächlich Sachen, die ich einfach einfangen würde, ja, und sagen würde, wunderbar, gefällt mir, belohne ich dich dafür. Ansonsten finde ich tatsächlich, dass
Eben vorausgesetzt, der Hund hat keine anatomischen Schwierigkeiten, ist das tatsächlich ein Signal, wo ich finde, dass man das über, dass man über Locken ganz prima aufbauen kann. Und dann ist es ja tatsächlich so, wenn ich den Keks vor die Hundenase halte und den Keks, die Nase des Hundes mit dem Keks so ein bisschen nach oben ziehe, dann muss der Popo runter. Anders funktioniert die Anatomie des Hundes nicht und schwupps, schon sitzt der kleine, große Kerl und schon kann ich sagen, super und belohnen. Also von dem her, ja, und Schritt zwei ist dann natürlich dasselbe, gerne mit der Hand, die immer noch die Haltung hat, als wenn da ein Keks drinnen wäre, aber der ist nicht da, der Hund setzt sich doch hin und aus der anderen Hand kommt dann ganz schnell die Belohnung und dann kann aus dieser, ich halte den Keks Hand, ganz schnell eine Hand werden, die vielleicht noch diesen hier macht. Und wenn es mir dann wichtig ist, dass mein Hund das Wort lernen kann, dann ist es einmal wichtig, dass ich von Anbeginn das Wort von der Hilfe trenne. Das heißt, dann kommt zuerst das Wort und dann die Hilfe. Ja. Und das ist für uns Menschen extrem schwierig, weil wir dazu neigen, gleichzeitig zu zeigen und zu sprechen. Also wir sprechen nicht und zeigen dann, sondern wir machen diesen hier. Und Hunde sind halt so programmiert, dass alles körpersprachliche, wurscht ob groß oder klein, ob es der Nasenwinkel oder die Hand ist, das ist für sie einfach eingängiger. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, die zwei Dinge voneinander zu trennen. So jemand sagt, mir ist das wichtig. Wenn jemand sagt, mir ist das völlig wurscht, dann gibt es noch keine Notwendigkeit. Ja, finde ich eine gute Erklärung. Und dann kann man immer noch gucken, dass man wenn man es möchte, dass der Hund dann eben auch erst auf Signal aufsteht. Man kann natürlich auch sagen, es ist mir egal, mir ist nur wichtig, dass er mal kurz den Popo runter macht. Das, ne, genau. Aber da komme ich auch nochmal auf dein Buch zurück, weil da stehen wirklich auch nochmal wirklich alle Erklärungen, wie man das so ein Training, vor allem wenn man es weiterführend aufbauen möchte, ne, wie das gut erklärt wird. Aber ich dachte nochmal für die Leute, die vielleicht keine Trainingsanleitung haben, so im Netz oder so, dann hat man nochmal so eine kleine Idee, wie es geht. Ne? Ja, super, liebe Christine. Also ich habe das Gefühl, wir könnten tatsächlich noch eine Stunde, hör mal, es ist unglaublich, wir haben fast eine Stunde über das jetzt gequatscht. Ne? Wahnsinn. Das ist ein Signal, ne? Und mir fallen noch immer mehr Sachen ein, aber jetzt, ich spinne das Signal jetzt nicht weiter oder unsere Diskussion. Ich danke dir total, dass du da warst. Hast du noch irgendwie so einen Abschlussgedanken oder bist du durch mit allem, was du gesagt hast oder sagen wolltest? Hast du alles? Also ich kann eigentlich nur sagen, dass ich selbst erstaunt bin, wie viel man dazu eigentlich sagen kann. So bewusst war mir das gar nicht bis zu diesem Moment. Insofern vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, glaube, wir haben die wichtigen Dinge alle angesprochen. Mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir. Ich denke mir auch, im Prinzip könnten wir jetzt gern noch ein Stündchen weiter quatschen, aber ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Okay. In diesem Sinne sage ich einfach Danke. Ja, ich bedanke mich auch und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, auch. Tschüss.